Ja, Leute, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein etwas anderes Video. Ihr merkt schon, ich sitze hier im Auto. Wir machen heute einen kleinen Ausflug nach Adernau. Das ist so ein Gebiet in Rheinland-Pfalz, für die, die es vielleicht nicht wissen. Und ja, da seht ihr den Mickey, der ist auch schon ganz aufgeregt. Ich habe auch heute einen kleinen Gast mit. Ja, meine Schwester ist mit dabei. Willst du dich mal Hi, vorstellen? ich bin die Katja und ich bin auch sehr froh, heute dabei zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall und ja, ich bin auch echt gespannt, ob Mickey seine Fähigkeiten auf die Probe stellen kann. Ja, der ist ja ein Schlittenhund, wie wir alle wissen, ein Husky und deswegen bin ich mal gespannt, ob er heute ganz munter den Schlitten ziehen wird. Deswegen, ja. Ja, dann bleibt dran und viel Spaß mit dem Video, würde ich sagen, und los geht's. Ja, kurze Planänderung. Also wir sind jetzt angekommen, aber nicht in Adenau, sondern in einem kleinen Vorort, also auch in Rheinland-Pfalz. Wo ist das? In Asbach? Rhein, ja, oder? ja, so ungefähr Asbach, Ja, ja. Asbach. Also hier sieht es aber auch ganz schön aus. Ich zeig euch mal. So, alles weiß. Da ist Mickey. So, wir haben jetzt gerade schon einen Berg gefunden, ganz klein, der ein bisschen runter geht. Leider ist die Vorstellung vom Schlittenhund nicht so ganz gelungen. Der kriegt es nicht so ganz hin, Aber noch ne? nicht. Genau. Noch ist der Schlitten ein bisschen leer. Hin. Oh. Oh. Das ist schon echt sportlich. Hä, ihr seid alle unsportlich. Ich gehe hier den anderen Weg. Hier. Boah, es kann echt gefährlich werden für die Kamerafrau hier. Oh. Hab's geschafft. Oh yeah, da wird der Schlitten schon ausgepackt. Oha! Sehr gut, zieh, mein Junge, zieh! Geil! Woo!
hier ein bisschen den Schnee anders vorgestellt. Ja, so sieht's aus. Meine Hose ist dreckig. Von der einzigen Person hier, die eine dreckige Hose hat. Schal habe ich auch schon verloren. Ja, so sieht's halt aus, ne? So sieht's halt aus. Also ich hatte die Leine komplett einfach. Komplett am Arsch. Ja, geh weg. Einfach. Oh nein. Oh. Unfall. Du bist am Rutschen. Hey, wo geht ihr hin? Wir bauen jetzt einen Schneemann. Ja, wie ihr sehen könnt, sitzen wir auch schon im Auto. Vor lauter Spaß und lauter Freude haben wir leider vergessen, die Abschlussszene zu drehen. Ja, Miki ist da auf der Hinterbank. Man sieht ihn dann nicht besonders gut. Liegt da. Aber, genau, der liegt da. Komplett ausgepowert. Komplett ausgepowert, todmüde. Ja, willst du noch ein paar Worte sagen? Ja, es hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein tolles Erlebnis mal zu sehen mit Miki im Schnee, ob das so funktioniert mit dem Schritt oder nicht. Tatsächlich lief es halt nicht ganz, wie wir uns das erhofft haben. Also ja, er konnte es ja nicht ziehen, aber er hat den Schlitten alleine leer gut gezogen. Das hat gut funktioniert. Fortschritt, immerhin. Genau, wir hoffen einfach mal, dass es vielleicht in dem Jahr, dann im nächsten Winter, dann vielleicht besser aussieht mit ihm, ob er vielleicht dann schon eine Person mal da hinten mitziehen kann. Aber sonst war es trotzdem sehr schön, da die Landschaft zu erkunden. Vielleicht können wir da ja nochmal hin, ansonsten vielleicht noch woanders. Ja, ich denke, nochmal können wir vielleicht bestimmt nochmal hinfahren. Ist ja auch eigentlich nicht so weit von uns. Ja, also wie gesagt, uns hat es mega Spaß gemacht. Ihr könnt mir auch vielleicht mal auch unten in den Kommentaren mal runterschreiben, ob euch so eine Art von Format gefallen hat, ob ihr mehr von sowas auch sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über euer Feedback, Bewertung und ja allgemein auch eure Meinung dazu, was ihr so darüber denkt. Also zu so einem Art von Format. Ja, einfach dann, so Vlogs-mäßig ein bisschen mitnehmen, genau. Beim alltäglichen vielleicht spazieren, ein genau, paar Mal. Ob euch sowas interessiert. Spezielle Landschaften, wenn irgendwelche, sag ich mal, anderen Gebiete erkundet werden, dann. So alltägliche mal. Sachen, ob euch denn sowas interessiert oder eher wie das letzte Video mit den Tipps. Aber wie gesagt, schreibt mir einfach mal in den Kommentaren. Ich freue mich über eure Meinung, Bewertung und ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, Daumen nach oben und die Glocke aktivieren. Genau, dann ja, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.